Zeit kommt! Mach deine Hand, Mann! Mach die Musu, deine Hand ist nicht scheiße! Verpiss dich, du! Ja, Leute! Ich ist ja weg, der neue Video auf diesem Kanal! Und Freunde, ich kann es nicht glauben. Niki hat einen Weltrekord gebrochen. Niki ist, glaube ich, der allererste für sein Alter, der in einem Tag 5000 Arena-Punkte gemacht hat. Ihr seht es gerade. Er hat jetzt zu dieser Zeitpunkt 5000 Arena-Punkte, ein bisschen mehr sogar noch. Er hat genau 24 Stunden gespielt. Das bedeutet, er hat nicht einmal 24 Stunden durchgespielt. Er hat immer so 3-4 Stunden gespielt. Und diese Punkte haben sich gehäuft, gehäuft. Und er hat einfach 5000 Arena-Punkte. Wie hast du es gemacht, Bro? Ich will auch gut werden, hä? Strategie. Also, ich meine, du Kopf. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, Freunde, wenn mehr so Challenges bringen sollen, Arena-Challenges, lasst ein Like, abonniert doch gerne den Kanal. Und was sollen wir machen? Create Ghost in Lobo? Freunde, mit einem Freund, teilt dieses Video, Freunde, mit einem Freund, damit ihr ins Video reingeht. Und schreibt in die Kommentare euren Epic-Namen, wenn ihr mit uns zocken wollt. Deswegen, wenn ihr auf dem OG's Girl-Account spielen wollt, schreibt euren Epic-Namen in die Kommentare. Und ich will nicht labern und sagen, Bruder, deutsche schwierige Sprache. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Warte. Was hast du? Mutton. Nicht so schön. Ah! Schön, schön. Bro, ich würde sagen, Freunde, wir starten jetzt erstmal mit Gameplays, auf die wir reagieren von Niki. Nix live oder so, da erklären wir euch, wie das so hinbekommen ist, wie er das hinbekommen hat, erklärt er ist ein bisschen der kleine Pro hier. Deswegen, Freunde, wenn ein Clan ihn sucht oder eine Orga, hier ist er. Wir sind 10 Jahre. Beste Spieler Deutschland, beste Spieler auf Welt für dein Alter. Ich werde nicht Bro, so, hä? Mein Lehrer immer sagen, 6. Mehr Angst. Okay, Freunde, wir starten direkt rein. Ihr seht hier gerade, das hier ist Nikis Main Spot. Niki, warum ist das dein Main Spot? Weil er der beste Looter. Freunde, ehrlich, ist der beste Looter. Ich hab nicht mal zu. Er kriegt immer gute Waffen. So viele Sniper sind hier. Und Freunde, jetzt eine Szene, sehr wichtig ist, um Arena-Punkte zu kriegen. Ihr seht gerade, seid immer die erste Person, die Waffe kriegt. Eigentlich ganz simpel. Aber ist so. Deswegen passt immer gut bei den Spot aus. Und guckt immer an. Ich bin der Beste. Und guckt immer, ob Gegner mit euch fliegen. Das ist super wichtig am Anfang. Und wenn ihr zuerst halt die Waffe kriegt, dann habt ihr eigentlich schon Jackpot. Und ihr seht es, Freunde, vom Loot, was ich sage. Dieser Ort ist so, keine Ahnung, der hat so einen Fluch, dass immer eine Chest ist. Mindestens in 5 Games spawnt ihr einmal diese Chest. Und guckt euch an, was kommt aus der Chest? Seht euch mal diesen Loot an. Habibi Albi. Wahrscheinlich. Und Freunde, ihr seht es wieder, er fährt einen Berg hoch. Einmal noch cool ist, dann fährt er eine neue Box. Oder was ist da los? Und da, ey, wenn die jetzt ein Pi. Und Freunde, ganz wichtig auch noch ist, ganz, ganz wichtig ist Timing. Ehrlich, Timing. Freunde, eine Taktik, die Niki, Bruder, immer nutzt, erkläre ich euch, oder willst du dir erklären? Freunde, seine Taktik ist, er lässt immer Leute kämpfen. Und wenn der Typ den geholt hat, er steht da bereit, immer perfekt, wenn er los, er greift ihn an. Ihr seht jetzt einen kleinen Clip zum Beispiel, 2 Leute fighten mit Sniper, von da nach da, von einer Seite zur anderen Seite. Niki, ganz alleine. Guck mal, er guckt ein bisschen rum, er sieht seinen Kopf und macht boom, tschakalaka. Einfach gut, Timing. Sorry. Kopfgeld öfter, sie hat sogar Kopfgeld auf sich und dann seht ihr, eine Scar kriegt er. Das Ding ist, das hier ist auch ein guter Loot-Spot, aber es landen viel zu viele da. Und Freunde, jetzt seht ihr, wie Niki die 5000 Punkte gemacht hat. Seinen Kill zu den 5000 Punkten. Oder er hat mit was gemacht, aber Nikis Aim. Oh, Bro. Oder? Können wir ein bisschen aimen. Und Freunde, wir wollten euch mal was zeigen, wie Niki sein heftiges Kill. Den haben wir jetzt aufgenommen, das ist aus dem Replay-Modus. Guckt euch einfach mal das an. Erstmal Niki, ihr wisst, wie die Sniper kill. Ich hab mir einfach nichts gedacht, ich dachte, er trifft mich. Jetzt, Leute, passt auf! Tack! Toki! Toki, das war predicted! Niki ist so gut mit Sniper predicten! Wie ist das? Guck mal, er pusht ihn! Guckt euch genau an, wie Niki pusht! Und ihr müsst euch vorstellen, er spielt seit Season 10! Ja, unser Internet, Freunde, ihr wisst gar nicht, wie schlecht unser Internet ist! Wir kriegen keine Wand! Und dann, bäm, bäm, bäm! Ah, bisschen, gewissen gejoked! Und jetzt Controller-Movement! Controller-Player! Controller-Movement, nicht so sagen. Ey, und Freunde, guckt euch an! Er geht Swift! Dann auf einmal, ich hab ihn gesniped! Oh, guck dich, das ist ein Kill! Guck mal, er ist nur Clip bei Noob! Ja, du wurdest geklippt! Jetzt seht ihr, Freunde, guckt euch nochmal genau an, das ist jetzt das Persönliche von den Typen. Er wird gesniped in seinen Kopf! 262. Und ihr müsst euch vorstellen, er war einfach drin! Der war so geil mit meiner Arsch.
Schnitt. Guckt's euch an, guckt's euch an, wie clean, Baby. I like you, God, Jeep. Guckt euch, da kommt der Dark in seinen Kopf. Guck mal, er lebt noch. Digga, das war perfekt getimed. Ich bin der Hälfte. Und er sieht, oben fliegt aus der Loot runter, das ist echt ein heftiger Kill, das war perfekt timing. Deswegen, Freunde, wenn ihr viele Arena-Punkte wollt, erstens, immer gutes Timing, ganz wichtig, oder? Ja. Zweitens, Mechanics. Mechanics. Da kannst du nicht ausschalten, Freunde. Mechanics will nicht sagen, ist wichtig. Ihr müsst nicht der Beste sein, um Arena-Punkte zu machen. Aber wenigstens übt ein bisschen den Kreativmodus. Und wie hast du das gemacht? Eine Map erstellt mit Bots. Und dass die so in Boxen sind und so Waffen haben. Und dass ich diese Wand kaputt mache. Und immer habe. Und ich direkt elitiere. Und direkt muss man direkt eine Treppe setzen und die elitieren. Dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Aber da braucht ihr dann noch richtig gutes Aim in der Box. Ihr müsst erstmal dieses auf ein Level kommen und überhaupt Arena 6000 schaffen, weil unser Ziel ist 6000 Arena-Punkte. Geht in Kreativus rein, übt ein bisschen. Und Timing ist super wichtig und einen guten Landing-Spot. Deswegen, dieser Landing-Spot, ich werde jetzt einblenden auf einer Karte, ich werde ihn so einmarkieren oder irgendwie. Geht dahin, Freunde. Es werden immer zwei Leute contesten diesen Ort. Aber trotzdem, wenn ihr gut genug seid, könnt ihr die holen. Und so könnt ihr einmal auf Platzierung spielen, weil Platzierung ist Arena sehr wichtig. Wir starten direkt rein, Bruder, halt die Fresse! Wo Niki spielen wird und ich würde sagen, wir sehen jetzt einfach mal live. Ihr seht mal live, wie er spielt, nicht so gescriptet. Okay, Freunde, seine Runde. Wir haben erst jetzt Aufnahme aufgemacht, weil er ist im Endgame. Bruder, ist seine allererste Runde, nachdem wir jetzt gesagt haben, weil Bruder, was für ein Tunnel hast du dir gebaut? Das ist A90 auf der Autobahn oder was? Das macht Niki immer, ey, Bro. Ich und Niki waren auf dem gleich guten Level. Aber er ist einfach ein Pro geworden, Freunde. An jedem Pro, der sieht, Arian, dies, das, Arian, Marian. Schreib ihn an, Digga. Schreib ihn an. Er wird sich rasieren. Glaub mir, guck mal, er ist heftig geworden. Check der Lavi hat der gemacht. Ich hab mehr Punkte als er. Ja, und Digga, das ist einem Tag. Also in 24 Stunden, immer so ein paar Tage hat er gespielt und immer gute Arena-Punkte geholt. Bruder, deine Hände. Brody, clean. Hör mal auf, du Harry. Ich hasse Larry. Ihn. Ihr seht es, das unter 6000 Arena-Punkte immer so, wenn ich Sprayer, ne, verkommt. Oder du kannst ihn jetzt sprayen. Du kannst ihn alles zurückzahlen. Du schießt auf mich! Hey, Musus! Der trauen sich Sachen! Erstmal ein Respekt, Shell! Was traut ist, Freunde? Guckt ihn jetzt euch an, das war dumm von ihnen abzupacken! Niemals Niki abpacken, die Zone kommt jetzt! Und ihr seht, Freunde, ihr seht, er muss in die Zone und Niki kann jetzt die ganze Zeit abpacken! Er hat ein Auto! Ey, der Nafri! Ah, er dachte, ich schuss! Oder seiner, oder, ey, er ist da unten! Ja! Wurde er gekillt? Der Typ, der sich ganz genervt hat, wurde gekillt. Oder gut. Ein sehr wichtiger Freunde-Punkt ist Highground. Highground ist das A und O eigentlich. Man kann auch aus Lowground gewinnen, aber Highground ist super wichtig. Alrighty, Zone. Drei Gegner hat er noch. Drei Gegner. Ich glaube, bis hier einer vorbeikommt. Oder die kleine. Das sind auch Taktiken. Die kleine Ratte, die Pfarre. Er campt immer. Das ist super wichtig, Freunde. So macht er seine Arena-Punkte. Ey, was ist hier los? Er sieht dich. Oh mein Gott. Das ist Niklas sein Luck, und der Loser, der hat sich draufgehauen. Erster Songsturm, denn. Aber ich will nicht toxisch sein. Ja. Eigentlich nice. Niklas hat gerade einen Win geholt und er hat eine Runde noch danach aufgenommen. Bruder, guckt euch an, wie aus einem Bilderbuch. Was hast du gemacht, mit Gegner? Keine Ahnung. Guck mal, er geht, die Gegner sind Müll. Tschöp. Weil, Freunde, ganz wichtig ist auch, was viele nicht so vergessen. Die zocken so, machen Fehler und denken sich, warum bin ich jetzt nicht Erster geworden? Also sagen wir mal, warum bin ich gestorben? Ganz sicher, guckt eure Gameplays an. Wenn ihr einen Fehler macht, guckt ihr euch mehrmals an und dann versucht zu analysieren und dann so zu gucken, so mache ich diesmal besser. Immer so üben ich dann. Ich bin verrückt. Guckt euch an diese. Oh Gott, Docker, aua. Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Bringt Tabletten. Oder hier, Freunde, auch ein ganz wichtiger Fight hier. Den hatte früher Niki safe verloren. Aber Niki hat oft geübt, hat sich oft seine Fehler angeguckt und ist einfach besser geworden. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Guck mal, sein Edits sind auch viel cleaner geworden. Er übt sie echt oft, deswegen Edits üben ist wichtig. Aber eigentlich ist Timing und auch Brainplay viel wichtiger. Guckt sie mich an. Boah, er lädt die ganze Zeit Charge auf. Ich habe so Angst vor dem Rad, ne? Und jetzt guckt es euch an. Das war der Fehler. Butter, oder Seele, Digga. Tocker, guckt euch an, Freunde. Niki, Bruder, du spielst wie Lecce. Irgendwie erinnert mich an Lecce. Wer es auch so findet, lasst ein Like und schreibt in die Kommentare. Erinnert ihr euch an Lecce? Und in dem Alter, der wird safe noch ein Pro, Bro. Du bist noch ein Pro, oder? Mit dieser Nase. Ich bin der Trainer dann. Du bist mir noch Geld, ne? Ich gebe jetzt 100 Euro. Und wenn du reich wirst, du gib mir 1000 Euro. Ja? Erstmal, der gehört mir. Hey! Und habe ich Para? Habe ich Para? Du bist dumm. Bro, was machen du? Campen? Campy. Du willst mich verarschen? Lieber. Jetzt noch das hin, ha? Eine Runde
Haram! Hey, Duffy! Der hat er gedroppt! Das ist ein Aaron, Mann! Das ist Erri! Erri ist unten hier drin! Ich benenne ihn Erri! Erri, fick! Denkst du auch? Denkst du auch? Oder ein Ehrenmann! Guck mal, bei 4000, wie Punkte? 4000 auf 5000 kann ich diesen so klein. Kommt einfach ein Pro! Ein Aaron, Mann, kommen! Yeah! Ich liebe Fortnite, ehrlich. Freund, wegen so welchen Spielern liebe ich Fortnite. Hey, Bro, bitte team mit mir. Der hat mit sich die Dead in the Dings gedroppt. Ja, plus bekommen. Da ist sie rennen! Fortnite, Bruder. Was denn ich, Mann? Ich küsse doch jetzt dieser Typ, der du bist. 50er PSN auf deinen Nacken. Ich muss kacken. Ah! 50er PSN auf deinen Nacken, Bruder. Schreib dein App in deine scheiß Kommentare. Was denn ihr, Mann? Ich küsse dein Herz, HBB. Ich küsse dein Auge, ich küsse dein Augenbrauen, ich küsse dein Fuß, ich küsse dein linkes Zehennagel. Okay, das ist zu eklig. Bro, guck mal, was denn ihr, Mann? Er holt dich nicht mal. No problem. Oh no. Oh, ey, das ist ein Busch! Ey! Da wollte ich angreifen, dann aus Busch. Ja, Gelbe. Pack mein Bro. Ja, Gelbe, ja, Gelbe. Kleiner Maniak, du. Ey! Nein, bitte! Santa Schaka. Ey, nein, dein Freund, dein Freund! Dein Freund! Ja! Bruder, aber du bist tot. Du versuchst zu flexen. Toilette! Dein Freshen. Bruder, wer hat die angerufen? Eine Scheier, Bro. Scheier? Ein bisschen Frex. Kala meinst du? Maul. Red mit so. Freunde, wir sagen es, dieser Spot, dieser Apfelbauernhof. Bruder, ja, okay. Apfelbauernhof. Ja, Apfel. Der ist die beste. Türkischer Apfel ist hier. Na, Baby, legs. Oder das ist ein Shotgun, du kannst ihn jagen. Du bist auf der Jagd. Wenn Dolly so beikommt, Salamu alaikum. Oder der Arme, er hat keine Chance. Der rennt und bringt nichts. Und deine Zeichen vom PC und dein Namen bringen auch nichts. Und ein Sniper. Guck mal, immer so ein Sniper. Und ihr wisst, Nicky Sniper King. Ein Sniper-Shot, ein Headshot. Renn um dein Leben. Sind die Gegner gar nicht ehrlich so schlecht zu dir? Die verstecken bei der Tür! Jo, Bonnie, Bro. Was macht der? Guck dir mal an, er jumpt wie ein Känguru. Hör mal zu! Das Känguru. Tür! Der rennt kurz Bier! Kurz auf Bier! Und sie will ein Bier! Bist tot! Was das ist das? Bug? Yes? Ich hab dich überfallen! Ich hab dir gesagt! Mach nicht mit mir! Wer ist der Bruder denn? Der will Autorennen machen, illegal, Bruder, in Deutschland, du kriegst 3 Jahre Haft. Hey, du jagst ihn? Kopf geht? Hey! Trau dir auf deinem Mercedes zu schießen. Das war ein Ford Focus, aber auch klar. Ja, Idiot, bauen sich einen Teil. Du wirst ihn auseinandernehmen, sag ich schon. Getrennt! Bruder, du weißt nicht, wie auf dich zukommt. Das ist ein, vielleicht ein Glatzkopf, aber du weißt nicht, wie auf dich zukommt. Dein Leben ist vorbei. Hey, mit Ben, er chillt in der Front, was? Dein Leben ist vorbei, Bruder. War schöne Game mit dir, aber dein Leben ist vorbei. Sorry, Bro. Rip an den Bruder. Ah, der ist ja nicht mehr. Rip an den Bruder, Digga. Sorry, no mercy on my own, mercy on my own. Ich kann nicht singen. Yeah. Was machen Sachen in deinem Box? Du schildst an Bushaltestelle, was bist du für ein Nafri? Er denkt, Chaya kommt vorbei aus Bus. Ja! Oder etwas geholt, mach. Und Freunde, ganz wichtig, merkt euch für eurer Looter. Guck mal, Niki braucht genau einen Big Pot. Und was liegt hier, ein Big Pot? Er hat sich das gemerkt, Digga, er ist schlauer als ich, glaubt mir. Ich habe heute Lammgehirn gegessen und ich dachte, ich wäre schlauer, aber ich werde nicht. Oder? Gönn dir nicht. Ihr merkt, was für ein Ding das ist mit dem Alter. In dem Alter, ich habe meine Puppe gegessen. Ey, was will der Typ? Ein Babaschelle, wie? Du greifst mal sein Haus an. Du kriegst ein Babaschelle, ein Docker, du bist Kunstschläger. Mit Knüppel. Du Puppel! Er heißt Best Player. Verkaufen, Digga. Geh mal ganz schön bei eBay verkaufen, Digga. Du willst ein bisschen Auto fahren? Ja. Guck mal, geht das durch, steckt, er fährt schon Auto rum. Ja. Hat keinen Bock, mit Fast and Furious spielen wir hier nach. Das war nicht Fast and Furious, ist es. Alter! Mein Genick ist gebrochen! Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, der Trick.
Digga, was machst du, Alter? Ein bisschen gucken, mucken? Wenn einer schief guckt, der regt einen Schlag. Woher kommt der? Oh, der ist low, der Bruder. Der Bruder hat Blei gefressen. Ey, jetzt muss ich ihn pushen. Oh, guck mal, das hilft ihr niemals machen. Jetzt dieser Fehler, den Niki macht, niemals machen. Er verliert Highground. Aber für Kill, für euch Babys, machen wir es gern. Oh. Digga, ist er schlau gewesen. Oh, Digi. Ori, geschlafen. Guck mal, ey, er macht Auge. 1000% macht der Auge. Ey, ich sag doch jemand Auge. Guck mal, den Points vertraut keinem, ehrlich. Ihr seid alle auf euch allein gestellt. Freunde, ganz wichtig, das Beste ist, wenn du im Highground bist, du kannst jeden lasern. Guck mal, der Typ kann nichts machen. Okay, er kommt schon wieder, er kann nichts machen. Guck mal, du kannst einfach auf ihn schießen. Bruder, Highground, Highground wird verloren. Ey, Bruder, ey. Ich muss den Vater. Ich weiß nicht, ob so Shows offen sich ein Biggie zu geben, aber du hast dicke Krochons. Diese Moment, Freunde, hasse ich. Ich bin so schlecht in Endgame, ich verliere immer. Niki kann das mit der Zeit jetzt langsam schon. Und morgen ist auch der DreamHack Cup, Freunde, wir werden rasiert. Ich und Nick werden zusammen spielen, weil ich habe kein Duo-Mate gefunden. Armselig. Armselig, Bruder, guck dich mal. Alter, warum bist du gut? Hör auf, Benji Fischi. Mongral, Mr. Savage. Was war denn los, Bro? Das sah aus wie ein Pro. Ey, hör auf, sag nicht, du gewinnst wieder. Wenn du gewinnst, ich mach mir ein Glatze schneiden. Wenn du gewinnst, ich mach mir ein Glatze. Dann sehe ich aus wie der da. Digga, er hat voll die. Guck mal, der Arme. Wir sind alle gemacht, so auf den Kopf zu waschen. So, Glatzkopf. Ey, der hat den geklaut. Warum? Ich muss mich konzentrieren. Der hat ja einen Respekt. Gib mir. Oh, ey, ein Hitler noch. Ey. Er hat 240 Hertz, war PC-Spieler. Und du hast einmal mit Controller seinen Kopf kaputt gemacht. Hast mein Kopf gegeben. Hast mein Kopf leer gemacht. Oh, ist leer. Oh, da ist ein Gegner. Und deine Mats, die sagen auch schon Tschüss. Für alle meine Brüder in Schale. Und meine Mariana. Und meine Brüder in Schale. Bruder, genommen! Bisschen flexen mit Edits, Bruder. Das war kein Flex, das muss ich sagen. Bisschen flexen. Ja, Bro, flex nicht. Ich bin Kills dazu. Wie viel Kills dazu? Jetzt entscheidet sich. Ach, Kills. Ich springe aus meinem Fenster. Mann, die Musu. Mann, die Glatze. Und wenn du fertig bist, dann gibst du eine Glatze. Also Freunde, ich würde sagen, zum Ende sagen wir nochmal, wenn ihr viele Arena-Punkte machen wollt, geht zu dem Spot, den wir geschrieben haben, der ist immer ein bisschen contested, aber wenn ihr gut genug seid, spielt euch erstmal ein bisschen immer ein, ohne uneingespielt reinzugehen, ist dumm. Und Freunde, wenn ihr eine Downstreak habt, wo ihr oft verliert, spielt nicht weiter, weil dann verliert ihr noch. Ich kenne das, ich habe 1000 Minus gemacht und dann hat Niki mir hochgeholfen, Digga. Denke an einen Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst ein Like, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video auch rein und ich sage, ich hab gefurzt.